So. Jetzt habe ich mich noch draufgeschrieben aufs Programm, dass ich auch noch eine Rede halte. Aber ich glaube, es ist nicht notwendig. Ne? Ich sage dann lieber noch ein paar hübsche Sachen. Ich möchte mich nämlich mal bedanken. Nicht nur bei allen, die gekommen sind und zum Teil von weit her mit großen Ringen unter den Augen in engen Bussen. Was Spaß macht, ist die Strecke anzugucken, wo die ganzen Busse parken. Das sieht schon sehr gut aus. Dann soll ich noch durchsagen, an dem Acker-Vorratstand, da gibt es DVDs mit... bei dir gibt es die. Okay, da gibt es DVDs mit Inhalten aus WikiLeaks. Ihr ahnt schon, was da drauf ist. Ich möchte uns auch eine haben. Dann möchte ich mich bedanken dafür, dass alle Eimer wieder zurückgekommen sind. Weil Geld brauchen wir wirklich. So eine Demonstration ist teuer. Wir schätzen, dass wir 30.000 Euro, also zwischen 20.000 und 30.000 Euro, das gekostet hat. Wir werden auch hinterher mal erklären auf dem Web, was das Einzelne dann gekostet hat. Und dann habe ich noch eine Bitte. Es gibt hier ganz viele Organisationen in Deutschland, ihr könnt unter unseren Bündnispartnern euch umgucken, die jeden Tag richtig wertvolle Arbeit machen. Und die brauchen auch jeden Tag richtig wertvolles Geld, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finanzieren, weil wenn man sich die Dimensionen unseres Themas anguckt, wie allumfassend die Überwachung geworden ist, eben nicht nur vom Staat, sondern auch von Industrien, dann kann man das nicht nur mit ehrenamtlichen Kräften machen. Meine Meinung. Es gibt Leute, die sehen das anders. Ich finde das auch sehr gut. Es geht auch nicht ohne Ehrenamtliche. Aber es braucht auch Hauptamtliche, damit es verlässliche Strukturen gibt. Unterstützt diese Organisation. Ihr braucht nicht Mitglied werden, aber spenden wäre gut. Und wenn ihr schon beim Spenden seid, macht es regelmäßig. Einmal ein Zehner ist nett, macht aber eigentlich mehr Arbeit, ihn zu verbuchen. Nein, ist nicht wahr. Ein Zehner ist auch okay. Aber wenn ihr es irgendwie schafft, regelmäßig 5 Euro zu schicken, also einmal im Monat, per Dauerauftrag, per Lastschrift, oder 20 oder 30 oder 100 pro Monat. Ja, wir haben Leute, die jeden Monat 200 Euro bei uns spenden. Ohne das wäre es nicht möglich. Also denkt drüber nach, wenn ihr selber kein Geld habt. Ihr habt sicher einen reichen Patenonkel, der schon von eurem Erbe, was ihr mal erwartet, schon mal was abgeben kann. Kein Erbe! Ah! Gut, da sind die DVDs, hier laufen die Leute durch und auch gleich ein Spendeneimer dabei. Übrigens sind bisher, soweit ich gehört habe, alle Eimer zurückgekommen. Wie voll, hat man mir nicht gesagt. Ich hoffe, sie waren geholfen voll. Da passt noch mehr rein. Okay, hier sind noch ein paar Leute. Dreh sie auf den Kopf. Wer noch Geld dabei hat, jawohl. Jetzt kommt hier auf die Bühne eine Person, wo Katar schon, ich glaube, 2008 oder 2009 sagte, die müsste unbedingt auf der Freiheit statt Angst spielen. Jetzt, nur 4 oder 5 Jahre später, ist es soweit. Aktualität ist für uns kein Fremdwort. Dota, die Kleingeldprinzessin, wird so eine Viertelstunde ein bisschen für uns spielen. Danach kommt DJ Barbie. Danke.